Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil des Akku-Videos. Da habe ich mich heute ein bisschen selber verarscht. Ich habe heute den Test begonnen um 8 Uhr früh und habe dann das OVMS angeschmissen, das seht ihr hier, und habe dann jede Stunde einen Screenshot gemacht. Das ist der Screenshot von 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr und es ändert sich nichts, nada, 0 Grad. Ja, leider blöd. Bis ich dann irgendwann mir überlegt habe, eigentlich habe ich draußen in der Halle um die 5 bis 6 Grad. Wie kann das sein, dass der Akku wie festgenagelt auf 0 Grad ist, wenn ich heiz wie blöd, wenn das Holz unten 17, 18, 19 Grad hat, wenn ich mit dem Infrarotthermometer hingehe und der Akku hat nichts? Ich kam dann drauf, das OVMS reagiert zwar, wenn ich im ausgeschalteten Zündungszustand den Status abfrage, zeigt er mir auch Werte an, aber kaum schaltet man mal die Zündung ein, und das habe ich dann, glaube ich, um 14 Uhr gemacht. Jetzt gucken wir uns mal das nächste Bild an. Und jetzt sieht es so aus, plötzlich haben diese Zellen 11 Grad, die hat 12 Grad und die hier hinten hat 14 Grad. Das ist der Stand um 15 Uhr. Um 16 Uhr haben die hier hinten schon 15, die hier 14 und die 13. Also, alles in allem genau das, was ich eigentlich mir erhofft habe. Wenn man die Heizung die ganze Nacht laufen lässt, bin ich mir relativ sicher, dass das Ding in der Früh plus das, was er von Eigenerwärmung hat, vom Laden auf einen recht ansprechenden Temperaturbereich kommt und vielleicht auch beim... Vielleicht kühlt auch beim Fahren dann der Akku nicht mehr ganz so schnell aus. Jetzt werde ich mir morgen mal den Twizy vom Schwiegersohn holen, ein Brett bauen, was ein bisschen wettergeschützt ist, die Folien andersrum montieren, dass das Kabel nach vorne geht, und hoffen, dass ich bis morgen Abend den zweiten Prototyp sozusagen fertig habe von meiner Akkuheizung. Bis dato bin ich mehr als angenehm überrascht von der Funktion. Ciao.